Hallo zusammen, mein Name ist Julian Wortmann und ich bin ehemaliger Nationalspieler und deutscher Meister im Tischfußball. Heute zeige ich dir den womöglich effizientesten Schuss im Tischfußball, den Jet. Kurbeln ist beim Kicker nicht erlaubt. Die Figur darf nur vor und nach der Ballberührung bis zu 360 Grad gedreht werden. Der Jet nutzt diese Regel voll aus. Die Figur dreht sich genau einmal um die eigene Achse, bis er wieder auf den Ball trifft. Um das zu bewerkstelligen, legen wir unser Handgelenk am Griff an und rollen den Griff in unserer Hand ab. Soviel zu den Grundlagen. Jetzt möchte ich dir aber gerne zeigen, worauf es im Detail ankommt. Als erstes brauchst du erstmal einen stabilen Stand, der auch die Bewegung des Jets unterstützt. Das heißt, du brauchst genug Armfreiheit und du musst stabil stehen und du musst genau die Muskulatur auch bewegen können, die du für den Schuss brauchst. Dafür nehmen wir zuerst unser rechtes Bein zurück und verlagern unser Körpergewicht leicht auf die linke Seite, sodass wir kein Gewicht auf dem rechten Arm haben, den wir gleich benutzen wollen. Nun solltest du herausfinden, an welcher Stelle des Griffs du dein Handgelenk anlegen musst. Ich habe da einen relativ einfachen Tipp für dich. Du musst die Schussbewegung einfach nur rückwärts machen. Das bedeutet, du legst die Hand so an den Griff, wie sie nach dem Schuss sein sollte und machst die Schussbewegung rückwärts. Du rollst danach ab und triffst wieder auf den Ball. So hast du eigentlich den perfekten Punkt, um die Schussbewegung auszuführen. Du solltest möglichst viel Fläche am Griff anbringen, damit du möglichst viel Kontrolle über den Griff hast. Wenn du normalerweise einen Pinshot oder einen Zieher schießt, hast du den Griff fast voll umschlungen. Genau das gleiche solltest du beim Jet versuchen, möglichst viel Fläche an dem Griff zu haben. Viele Spieler legen einfach nur den Arm an den Griff an, ohne viel Kontaktfläche zu haben. So können sie den Ball nur bewegen, indem sie möglichst viel Druck aufbauen. Wir versuchen aber, möglichst mit wenig Druck zu spielen und legen daher möglichst viel Fläche um den Griff, damit wir den Griff kontrollieren können, ohne Druck aufbauen zu müssen. Nun kommen wir zur Seitwärtsbewegung. Wichtig ist, dass der Ball parallel zur Stange geführt wird. Wenn der Ball schräg nach hinten oder nach vorne rollt, trefft ihr den Ball nicht richtig und er wird eventuell schräg aufs Tor kommen. Ihr habt also weniger Kontrolle über den Ball. Versucht also am besten, den Ball möglichst parallel zu führen. Dies könnt ihr am besten trainieren, indem ihr den Schuss gar nicht erst ausführt, sondern einfach nur den Ball rollen lasst. Das sieht dann ungefähr so aus. Bringt den Ball einfach nur nach oben oder nach unten und stoppt ihn ab und führt ihn danach wieder zurück. Dies ist ein super Training, damit ihr erstmal den Ball sauber kontrollieren könnt. Die Jetbewegung und der Griff ist relativ ungewohnt. Ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr trotzdem Kontrolle über den Griff habt und über den Ball. Nun kommen wir zur Abrollbewegung. Wichtig bei der Abrollbewegung ist, dass ihr keinen Kontaktverlust habt, während ihr den Griff in eurer Hand abrollt. Ihr legt also an und rollt dann konstant ab. Achtet darauf, dass ihr wirklich mit der Hand über den Griff fahrt und die ganze Zeit Kontakt zum Griff habt. Es kann passieren, dass ihr, wenn ihr schnell reißt, teilweise den Kontakt verliert. Das ist nicht gut. Ihr solltet immer Kontakt haben. Beim Abrollen sollte dein Arm als Einheit funktionieren. Das bedeutet, wenn du abrollst, ziehst du nicht nur deine Hand nach oben, sondern auch deinen Ellenbogen. Nun zum Setup. Du hast unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dein Setup machst. Du kannst komplett aus der Ruhe schießen, aus leichter Bewegung oder aus größeren Bewegungen. Ich empfehle eine leichte Bewegung. Das hilft dir, Geschwindigkeit aufzubauen, ohne komplett aus der Ruhe starten zu müssen. Du solltest das Gefühl entwickeln, dass du immer auf dem Ball stehst, also immer Kontrolle über den Ball hast, recht zentral, nicht zu weit außen, keine wippenden Bewegungen. So hast du die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt überall hinzuschießen. Wenn du den Jet trainierst, versuch dies nach den Grundlagen des Trainings zu machen. Möglichst kleine Sequenzen in geringer Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit können wir nachher ganz einfach erhöhen. Leg den Ball in die Mitte und beschleunige den Ball in die Richtung, in die du schießen möchtest. Und warte einfach darauf, dass der Ball ankommt. Wir müssen das gar nicht schnell machen am Anfang. Es ist einfach wichtig, dass du verstehst, wie du den Ball beschleunigst und wie du danach die Abrollbewegung machst. Das Ganze kann ungefähr so aussehen. Das war mein Tutorial zum Jet. Konnte ich euch helfen? Habt ihr irgendwelche Fragen? Lasst mich doch einfach wissen. Schreibt es in die Kommentare. Viel Spaß beim Trainieren.